Team des ÖVP Rathausclubs. Ich darf zu Beginn ÖVP Landespartei auch mal gerne von der Seite ausführen. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke fürs Kommen. Österreich hat Veränderung gewählt. Das wissen wir alle. Am 15. Oktober ist die Nationalratswahl über die Bühne gegangen mit einem recht erfreulichen Ergebnis für die Türkisen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Wir sind ja auf Bundesebene als Nummer 1 durchs Ziel gegangen und in Wien sehr erfreulicherweise als Nummer 2, was viele auch nicht für möglich gehalten hätten und was uns natürlich als Team der ÖVP Wien sehr gefreut hat. Wir haben auch unsere Mandate dadurch im Nationalrat von 4 auf 7 steigern können, wenn man allein von den Wiener Landes- und Wahlkreislistenmandaten spricht. Was mich speziell freut, ist, dass die großen Zugewinne vor allem in dem Bezirk und in den Wahlkreisen waren, die gemeinhin nicht so als unsere große Homebase gelten, also in den Flächenbezirken. Wien-Nord gibt es ein Grundmandat, Wien-Süd gibt es ein Grundmandat. Das ist vor 20 Jahren das letzte Mal der Fall gewesen, dass es dort sowas gab. Und das freut uns natürlich sehr, weil es zeigt, was möglich ist, wenn man gute Politik macht. Das ist aber auch der Grund, warum wir leider unter Anführungszeichen, weil es ist ein erfreuliches Ereignis, eine Mandatarin aus dem Gemeinderatsclub verloren haben. Die Gudrun Kugler ist in den Nationalrat gewechselt, ist bereits angelobt worden. Und ich freue mich sehr, dass die Caroline Hungerländer ihr nachrückt. Dazu wird der Klubobmann Manfred Juratzka danach noch einiges sagen und auch sie selbst. Sie startet gleich mit einer sehr spannenden Woche in den Gemeinderat. Nächste Woche wird es ja gleich intensiv werden. Ich darf momentan einen Großteil meiner Zeit dafür verwenden, in den Koalitionsverhandlungen mit dafür zu sorgen, dass dem Willen zur Veränderung Rechnung getragen wird in Österreich und dass da was weitergeht. Wir wollen auf Bundesebene tun, was richtig ist. Wir wollen aber auch in Wien tun, was richtig ist. Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Stadt wieder zurück an die Spitze kommt und nicht nur von ihrer Geschichte lebt, sondern wieder Geschichte schreiben kann. Das wird jedoch mit der Fortsetzung dieser Art von rot-grüner Politik aus unserer Sicht nicht gelingen. Denn das Einzige, was man de facto die letzten Wochen, Monate und eigentlich fast Jahre von Rot-Grün hört, sind interne Streitigkeiten. Nicht einmal so sehr koalitionsintern zwischen Rot und Grün, sondern Grün-intern und SPÖ-intern. Seit den letzten Tagen und Wochen wissen wir, dass das Ganze um eine Dimension erweitert wird. Es gibt scheinbar eine Abstimmung über die grüne Vorsitzende. Es gibt jetzt eine angekündigte Kampfabstimmung innerhalb der SPÖ. Und damit ist leider Gottes eines klar, nämlich, dass es in der rot-grünen Stadtregierung so weitergehen wird wie bisher. Und das heißt nichts Gutes. Denn die letzten 2 Jahre, also seit Angelobung von Rot-Grün 2, waren davon geprägt, dass eigentlich kaum etwas weitergeht, weil sich niemand in dieser Stadtregierung und damit auch in der Stadtverwaltung etwas entscheiden traut. Und das ist schlecht für diese Stadt. Und wir werden uns nächste Woche im Gemeinderat, und das gleich einen schönen Einstand, damit befassen, wie die Schuldentwicklung in dieser Stadt weitergeht. Es geht um den Budgetvoranschlag für 2018 und da ist mit einer geplanten Neuverschuldung von 376 Millionen zu rechnen. Das ist bereits bekannt. Das Problem dabei ist nicht so sehr das, was von Rot-Grün veranschlagt wird. Das Problem ist eher, dass es, seitdem ich in Wien sein darf, so etwas wie eine feste Tradition ist, dass diese Voranschläge nie halten. Und das gilt auch für die Neuverschuldung. Also erwartet uns nicht nur die veranschlagte Neuverschuldung, sondern in Wirklichkeit viel Schlimmeres. Das war 2015 so. Im Vergleich zum Voranschlag hat es geheißen, 221 Millionen Euro Neuverschuldung. Im Rechnungsabschluss haben wir dann festgestellt, dass es mehr als doppelt so hoch war, die Neuverschuldung, nämlich 528 Millionen Euro. Dasselbe war auch 2016 der Fall. Ursprünglich 430 Millionen Euro Neuverschuldung. Es ist ja nicht so, dass da ein Sparbudget vorgelegt worden wäre. Am Ende des Tages waren es dann 579 Millionen Euro Neuverschuldung. Also nach dem Gesetz der Serie, bin gespannt auf den Rechnungsabschluss 17, könnte man sagen, Daumen mal Pi, immer doppelt so hohe Neuverschuldung, wie eigentlich veranschlagt worden ist. Und das ist wirklich keine Meisterleistung, dass das leider Gottes so vonstatten geht.
2017, der Rechnungsabschluss liegt natürlich noch nicht vor, aber es lässt sich annehmen, dass auch da die Veranschlagung von über einer 500 Millionen Euro Neuverschuldung auch wieder überschritten wird. Hoffentlich nicht so wie die Jahre davor, nämlich ums Doppelte, dann hätten wir 1 Milliarde Neuverschuldung und das ist schon wirklich ungustiös. Mittlerweile wissen wir, dass es zumindest um 100 Millionen drüber sein wird. Sicher wissen wir es erst Mitte nächsten Jahres. Das heißt, dass wir im Jahr 2018 in Wien auf einem Schuldenberg von mindestens 7 Milliarden Euro sitzen werden. Und um es in Erinnerung zu rufen, bevor Rot-Grün angetreten ist, 2010, lag die Verschuldung noch bei 3 Milliarden Euro. Also 3 Milliarden zu Beginn von Rot-Grün, nächstes Jahr stehen wir bei rund 7 Milliarden Euro und das sind noch nicht die ausgelagerten Gesellschaften mit dabei. Wenn man die dazu rechnet, dann kommen wir nächstes Jahr auf fast 10 Milliarden Euro Verschuldungsstand in Wien. Und das auch, obwohl auch der Vorsitzende der SPÖ, Christian Kern, die letzten Monate ja nicht müde geworden ist zu betonen, dass ja die Konjunktur großartig ist, dass das Wachstum ja unglaubliche Dimensionen annimmt und dass die Steuereinnahmen sprudeln. Das hat sich natürlich auch nach Wien durchgesprochen, allerdings noch nicht in der Budgetwirksamkeit niedergeschlagen. Und ich gehe davon aus, dass die Stadträtin Braun uns nächste Woche wieder etwas von der Krise erzählen wird, warum die Schulden so gestiegen sind und dass obwohl die ganze Welt weiß, dass diese Krise mittlerweile überstanden ist. Ein weiteres Problem, mit dem wir uns nächste Woche befassen werden, ist das der islamischen Kindergärten. Es ist ein trauriges Beispiel und gehört leider Gottes auch zu den Ereignissen, die mir am ersten in Erinnerung sind. Als ich begonnen habe in Wien als Landesparteiobmann und Stadtrat, habe ich noch richtig im Ohr die Aussage von der zuständigen Stadträtin, es gibt keine islamischen Kindergärten. Das war im November 2015. Kurz danach hat es diese Vorstudie gegeben von Professor Aslan, der gemeint hat, doch, es gibt sie. Das Muster von Rot-Grün war eindeutig und hat schon Tradition. Leugnen, 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 bis es nicht mehr geht. Die anschwärzen, die Probleme aufzeigen, also quasi den Überbringer schlechter Nachrichten gleich mal eine draufgeben und ja, attackieren und diffamieren. Und am Ende des Tages kommt man eh nicht raus, wenn man weiß, dass es stimmt. Und genauso ist es bei den islamischen Kindergärten gewesen. Wir werden deswegen nächste Woche wieder eine dringliche Anfrage stellen im Gemeinderat, um zu eruieren, was denn jetzt wirklich passiert ist, seitdem wir von dieser Problematik wissen. Und wir verlangen natürlich vom Herrn Bürgermeister eine Entschuldigung beim Herrn Professor Aslan. Ich habe das schon kundgetan. Und da bleiben wir auch oben, weil die Universität Wien hat bestätigt, dass die Studie und die Problematik, die diese Studie aufzeigt, ja richtig ist. Das kann niemand mehr bestreiten. Und wenn ich mich zurückerinnere, was da im Sommer fast für eine Hexenjagd aufgeführt worden ist von Rot-Grün gegen den Herrn Professor Aslan, dann hat sich der eine Entschuldigung von der Stadtspitze verdient, weil mittlerweile ist jedem klar, dass es ein Problem gibt und dass dieses gelöst werden muss. Insofern ist es höchste Zeit, auch in Wien zu tun, was richtig ist. Wir versuchen das auf Bundesebene derzeit in den Koalitionsverhandlungen zu machen und dasselbe werden wir auch in Wien weiterhin tun. Vielen Dank. Darf jetzt der Landeshauptmann Manfred Jörnertz sein? Ja, herzlichen Dank, Herr Landesparteiobmann. Von mir auch ein herzliches Grüß Gott an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Tun, was richtig ist. Gernot Blümel hat es schon gesagt, das ist das, was man in Wien derzeit ganz dringend benötigt. Ganz ehrlich, als gelernter Wiener ist man schon froh, wenn sich irgendetwas tut derzeit. Die Ereignisse der letzten Tage lassen uns wieder befürchten, dass 71 weitere Tage absoluter Stillstand herrscht, bevor in dieser Stadt die wichtigen Reformschritte eingeleitet werden. Das Einzige, was sich in der Stadt derzeit bewegt, ist man geneigt zu sagen, ist der Schuldenberg, der wächst ständig weiter. Stadtrat Blümel hat schon auf die nächstwöchige Budgetdebatte Bezug genommen. Eine Neuverschuldung für das Jahr 2018 von 376 Millionen ist schon beängstigend genug. Und wenn wir wissen, dass diese Voranschläge unter der Ägide von der Finanzstadträtin Renate Brauner leider zu groben Schätzungen verkommen, dass die tatsächlichen Kosten beispielsweise für das noch laufende Jahr 2017 rund 1 Million höher sein werden als budgetiert, dann weiß man, was man von diesen 376 Millionen, die für das kommende Jahr 2018 budgetiert sind, zu halten haben.
Trauriges Highlight bei dieser Budgetpolitik auf Blindflug war ja interessanterweise das Wahljahr 2015. Da wurden 221 Millionen an Abgang budgetiert und nach der geschlagenen Wahl beim Rechnungsabschluss musste man sich dann einem wirklichen Defizit von 528 Millionen stellen, also wesentlich mehr als das Doppelte. Das ist aus unserer Sicht jedenfalls keine seriöse Budgetpolitik. Wir kritisieren aber nicht nur diese Planungsunschärfe, um es einmal höflich zu formulieren, sondern wir kritisieren vor allem die strukturellen Mängel, die es in allen wichtigen Budgetthemen in dieser Stadt gibt. Von kaufmännischer Sorgfalt kann bei diesen großen Ausgabenbrocken, wie wir meinen, definitiv nicht die Rede sein. Und da gibt es immer wieder Beispiele, die wir unter dem Motto steht, der Tropfen höhlt den Stein, immer wieder thematisieren werden in der Hoffnung, dass die Vernünftigen in dieser Stadtregierung und die Vernünftigen im Wiener Landtag und im Wiener Gemeinderat sich unserer Politik anschließen werden und hier auch die richtigen Schlüsse ziehen. Was meine ich? Mindestsicherung. Waren es beispielsweise im Jahr 2005 noch 162 Millionen, die man dafür verwenden musste, werden es im nächsten Jahr schon 670 Millionen sein. Also in wenigen Jahren eine mehr als Vervierfachung der Beträge. Sie wissen, wir haben derzeit schon 208.000 Mindestsicherungsbezieher und eine Prognose, nicht von uns erstellt, sondern von der zuständigen Stadträtin Frauenberger, rechnet im Jahr 2021 schon mit knapp 300.000 Mindestsicherungsbeziehern. Dass sich das nicht ausgehen kann, ist jedem, der die Grundrechnungsarten beherrscht, eigentlich klar. Und andere Bundesländer haben schon die richtigen Schritte daraus abgeleitet. Wien hinkt hier massiv hinten nach. Zweiter Riesenbudgetbrocken, die städtischen Kindergärten. Waren es im Jahr 2006 noch 342 Millionen, die für die Kleinsten in unserer Gesellschaft aufgewendet wurden, sind es im Jahr 2018 schon 847 Millionen. Und jetzt weiß ich, dass das kostenlose letzte Kindergartenjahr durchaus ein Budgettreiber ist, der aber auch von uns gewollt ist. Das ist nicht das Problem. Aber wenn wir alle sehenden Auges jede Woche einen neuen Kindergartenskandal sehen, wo es nicht nur um die pädagogische oder einen Mangel an pädagogischer Sorgfalt geht, sondern sehr oft auch darum, dass nicht kontrolliert wird, wer mit Fördergeldern umgegangen wird, dann muss man auch hier den Finger in die Wunde legen. Ein dritter Punkt, Beamtenpensionen. 2005 war es noch eine ziemlich genau 1 Milliarde Euro, die hierfür ausgegeben wurde. 2018, fürs kommende Jahr, sind ziemlich genau 1,5 Milliarden Euro veranschlagt, bei einer Budgetsumme der gesamten Stadt von 13 Milliarden. Eine unglaubliche Summe, die dringend einer Adaptierung bedarf. Und noch immer ist Rot-Grün nicht bereit, das Pensionssystem in Wien dem des Bundes anzupassen und hier eine Harmonisierung herbeizuholen. Frühpensionierungen, auch hier wird im laufenden Jahr 2017 wird es wieder mehr als 700 Frühpensionierungen geben, die uns strukturell rund 200 Millionen Euro im Jahr kosten. Bei den Wiener Stadtwerken wurde erst unlängst festgestellt, dass überhaupt nur 1% der Belegschaft, das muss man sich vorstellen, 1% der Belegschaft arbeitet dort bis zum Regelpensionsalter von 65 Jahren. Und was wird von Seiten von Rot-Grün gemacht? Ändert man hier etwas an den Strukturen? Mitnichten. Das Einzige, was sich ändert, mit 01.01.2018 wird die gemeinderätliche Personalkommission dort, wo auf Gemeinderatsebene diese Frühpensionen beschlossen werden, für nicht mehr zuständig erklärt. Das heißt, die Opposition soll einfach von der Information abgeschlossen werden. Noch ein Beispiel, das für mich immer wieder erschreckend ist. Von diesen mehr als 13 Milliarden Euro, die die Budgetsumme Wiens für das Jahr 2018 ausmachen, sind gerade mal 1,6% für die Budgets der Bezirke reserviert, meine Damen und Herren. Und wir erleben gerade jetzt wieder eine Diskussion. Es wird nächste Woche hier auch eine Kompetenzenänderung geben. Wenn Bezirke einfach nicht mehr Bewegungsspielraum haben, um ihre Kompetenzen zu erfüllen, dann nimmt sich die Stadt Wien wieder die Kompetenzen von den Bezirken zurück.
sei es bei den Friedhöfen gewesen, sei es bei den Amtshäusern. Jetzt ganz aktuell geht es wieder um schulische Bereiche. Es gibt auch einen anderen Weg. Wenn man, so wie Bürgermeister Häupl, immer davon spricht, dass Subsidiarität so ein wichtiges Prinzip in der Politik ist, dann muss man auch die Bezirke mit den notwendigen Budgetmitteln ausstatten. Und meine Damen und Herren, ich glaube, an Vorschlägen, was notwendig ist, an Vorschlägen, was man tun muss, tun, was richtig ist, mangelt es nicht. Und ich freue mich wirklich, als jemand, der auch andere Zeiten erlebt hat, dass wir am 15. Oktober dieses Jahres einen großartigen Erfolg auch hier in der Bundeshauptstadt einfahren durften. Ich freue mich, dass unsere bisherige Kollegin im Gemeinderat, Dr. Gudrun Kugler, einen Wahlkreis, der wahrlich nicht die berühmte Gmate Wiesen war, nämlich der Wahlkreis Nord, dass man dort ein Direktmandat errungen haben. Und es freut mich, dass ich Ihnen heute unsere neue Kollegin im Wiener Gemeinderat vorstellen darf, an meiner Seite Magister Caroline Hungerländer. Sie wird Montag in der Früh gleich angelobt werden, hat also gleich mit der Budgetwoche einen durchaus ansprechenden, fordernden Einstieg in das parlamentarische Leben. Ich darf Sie kurz vorstellen, sie wird das dann auch in ihren eigenen Worten tun. Bei der Jugend darf man das durchaus ansprechen. Caroline Hungerländer ist Jahrgang 88, hat eine beeindruckende Ausbildung, wie ich meine. Neben ihrer schulischen Laufbahn und dem Studium der Germanistik hat sie einen Diplom-Lehrgang an der Diplomatischen Akademie erfolgreich absolviert, ist, was ja auch nicht selbstverständlich ist, seit ihrem 19. Lebensjahr beruflich tätig, hat auch in ihrer beruflichen Erfahrung hier bereits Auslandserfahrung, beispielsweise in Brüssel, aber auch in Frankreich und der USA sammeln können und hat auch ein sehr umfangreiches politisches Vorleben, wenn ich so sagen darf, nämlich drei politische Säulen. Einerseits ist sie sehr leidenschaftliche Bezirkspolitikerin gewesen und wird das sicher auch bleiben mit ihrem Herz und ihrem Engagement. Sie ist seit 2010 Bezirksrätin der ÖVP auf der Wieden. Sie ist darüber hinaus aber auch sehr engagierte Arbeitnehmervertreterin. So war sie beispielsweise lange Jahre Bundesobfrau der Jugend der Christgewerkschafter und ist auch aktuell Bundesvorsitzende Stellvertreterin der FCG. Und ihr drittes Standbein, auch das darf man nicht vergessen, weil das viele von uns ja eint. Manche haben das früher erlebt, manche später, aber gemeinsame Vergangenheit in der JVP. Du bist glückliche, leidenschaftliche JVPlerin und auch das ist ein wesentliches Standbein. Frau Magister Hungerländer wird in der Ausschusstätigkeit nahtlos dort fortsetzen, wo Gudrun Kugler tätig war. Das trifft sich sehr gut, weil hier die Interessen und die Kompetenzen sehr ähnlich verlagert sind. Was meine ich damit? Frau Magister Hungerländer wird Mitglied im Ausschuss Gesundheit und Soziales sein. Gesundheit haben wir eine profunde Kennerin der Materie mit unserer Ingrid Korosek. Aber natürlich aufgrund ihres Wirkens her ist Caroline Hungerländer im Bereich Soziales, da ist ja bei der Mindestsicherung so manches heute schon angesprochen worden, natürlich etwas, was sie sehr interessiert, sehr prägt, wo sie uns massiv verstärken wird. Darüber hinaus im Ausschuss Umwelt und Stadtwerke. Und wenn man gerade von der Frühpensionitis bei den Wiener Stadtwerken gesprochen haben, 1% geht dort mit 65 Jahren in Pension. Und wir wandeln jetzt ohne wirklich nachvollziehbaren Grund die Stadtwerke von einer AG in die GmbH um, nur um der Stadträtin wieder massiven Durchgriff zu geben. Da ist es notwendig, eine starke Kontrolle zu haben. Und da freuen wir uns auch sehr, dass Caroline Hungerländer dort tätig sein wird. Und darüber hinaus im Europaausschuss. Auch das, wie ich weiß, ein Herzensthema. Also ich kann Ihnen nur eins versichern, Caroline Hungerländer passt großartig in das Team, das weiß ich. Sie ist jedenfalls, und das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, keine Glücksritterin, sondern jemand mit einer festen Weltanschauung. Und sie wird zu einer echten Verstärkung. Darauf freue ich mich. Herzlich willkommen, liebe Caroline. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dieses Team der ÖVP Wien verstärken zu dürfen. Ich freue mich sehr, Gudrun Kugler folgen zu dürfen. Ich habe sie als eine äußerst engagierte und geradlinige Abgeordnete kennengelernt und erlebt. Und ich hoffe, dass ich ihre Arbeit genauso engagiert und gut weiterführen werde. Auch ich werde eine Abgeordnete sein, die
klar mit einem christlich motivierten Gesellschafts- und Menschenbild in die Politik geht und die ihre Politik und meine politischen Meinungen von diesem christlich motivierten Menschen- und Gesellschaftsbild ableiten werde. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir die Deutungshoheit in der Gesellschaftspolitik in den letzten Jahrzehnten vermehrt linken Politikern, linken Meinungsbildnern überlassen haben. Und die Konsequenzen davon sehen wir jetzt und haben wir jetzt zu tragen, etwa im Bereich Soziales, in der Sozialpolitik. Da sieht man, was passiert, wenn Gesellschaftspolitik falsch interpretiert und falsch gemacht wird. Wir sehen, dass es zu horrenden Kosten und zu Problemen sowohl für die Gesellschaft als auch für das Individuum führen. Denn so wie die Mindestsicherung heute in Wien praktiziert wird, dass sie mit der Gießkanne mehr oder weniger jeden ausgeschüttet wird, der einen Antrag stellt, ist auch für die betroffenen Personen, nämlich für die Mindestsicherungsempfänger, nicht von Vorteil. Es ist nicht gesund für einen Menschen, wenn er langfristig in keinem Arbeitsverhältnis ist, wenn er langfristig keiner Tätigkeit nachgeht, obwohl er könnte. Eine gute Gesellschaftspolitik, ein guter Ansatz in der Sozialpolitik wäre deswegen, die Mindestsicherung auf eine kurze Zeit zu begrenzen, so lange, bis die Person möglichst schnell wieder in ein Arbeitsverhältnis zurückkehrt. Wenn wir uns die Zahl ansehen, dann sehen wir, dass die Stadt Wien diesen Ansatz ganz und gar nicht folgt. Es sind momentan 208.000 Personen in Wien, die Mindestsicherung beziehen. Das ist fast ein Zehntel aller Wienerinnen und Wiener. Wenn Sie das in Zahlen gegossen haben wollen, es sind 1,9 Millionen, die die Stadt Wien pro Tag ausgibt. Das heißt, heute wurden bereits 1,9 Millionen ausgegeben und es werden morgen 1,9 Millionen ausgegeben und es wurden gestern 1,9 Millionen ausgegeben und so ging es das ganze Jahr 2017. Es sind also zwei Punkte, die ich an dieser Praxis der Mindestsicherung ganz grundlegend kritisiere. Einerseits, dass es unfair all jenen gegenüber ist, die tagtäglich aufstehen und ihrer Arbeit nachgehen. Es ist aber auch unfair den Menschen gegenüber, die Mindestsicherung beziehen, über Jahre hinweg ohne eine Leistung erbringen zu müssen, weil diese Personen in einem Abhängigkeitsverhältnis gehalten werden und weil ihnen die Möglichkeit genommen wird, für ihr eigenes Leben und ihre Familie selber zu sorgen. Es wurde bereits angesprochen, 2021 soll die Mindestsicherung 1,6 Milliarden Euro an Kosten verursachen. Das ist nur knapp mehr als ein zweites Paradebeispiel der Misswirtschaft in Wien, nämlich das Krankenhaus Nord. Da werden die Kosten auf 1,5 Milliarden Euro gerechnet. Ich werde eben, wie angesprochen, im Gesundheits- und im Ausschuss für Gesundheits- und Soziales tätig sein, mich deswegen auch mit dem Krankenhaus Nord beschäftigen. Und auch das ist, glaube ich, eine sehr herausfordernde Aufgabe. Insgesamt freue ich mich sehr auf die Jahre. Ich freue mich, aktiv etwas für Wien tun zu können. Ich werde mich bemühen, eine gute Arbeit zu leisten. Und ja, danke. Vielen Dank. Ich darf nur noch Ihre Frage. Sie haben jetzt da so viel über die Mindestsicherung gesprochen. Ich habe jetzt aber nicht gehört, was konkret fordern Sie jetzt für Wien, wie sich das ändern soll, die Mindestsicherung? Also wir stehen im Prinzip zur Mindestsicherung als Grundkonzept dafür, dass es ein Sprungbrett zurück in den Arbeitsmarkt sein soll.